Zeig erstmal für Borussia, was macht Borussia, wie viele Tore? Ja, es wird auch ordentlich gemischt. 3, ja. Wie viele Tore schießt denn dann Freiburg? 3-1. 3-1 Tipp von Emma. Ja, da wollen wir das mal hoffen, dass das funktioniert. Ich hoffe und denke, sie werden gewinnen. Ich denke, es wird ein intensives Spiel sein, das ganz knapp mit einem 2-1 entschieden wird. Was meinst du, was machen heute die Jungs ohne dich? Boah, das weiß ich nicht, aber ich denke, dass wir gewinnen. Ja, wie hoch der Sieg dann letztendlich ausfällt, ist mir eigentlich egal, Hauptsache wir gewinnen. Was glaubst du ungefähr? Was meinst du so? Ja, ich sag mal zu 0. Also ich schätze mal so 2-0, hoffe ich natürlich. Ja. Alles klar. Dankeschön, Sven Bender. Fan-Tipp live aus Hamburg. Wir haben uns heute Morgen schon etwas früher auf die Socken gemacht, denn um 11.30 Uhr findet hier am Rathausplatz mitten in Hamburg eine Fan-Demo statt, wo es um das Motto geht, kein Zwanni für einen Steher. Der Tipp? 2-1 für uns. Ich weiß ja, der darf eigentlich nicht so viel erzählen, aber bist du Bayern-Fan? Fan-Tipp aus München und ich habe wirklich nicht übertrieben, denn der Meisterbalkon, wo hier die Bayern eigentlich immer ihre Meisterschaft feiern, ist schon schwarz-gelb geflaggt, wie ihr seht. Tutu. Tutu. Shinji 2 goals, Barrios 2 goals. Okay. Mario, 3 Tage am Stück gefeiert und fit? Einigermaßen schon, ja. Aber du hast gut mitgemacht, oder? Ja, ja. Ich meine, für deine jungen Lenze. Nee, es war auf jeden Fall anstrengend, die 3 Tage, aber ich denke, irgendwann muss man auch ein Ende finden. Und in der ersten Halbzeit jetzt, also du hast eine Halbzeit gespielt, hat Kraft gekostet, ne? Ein wenig schon, ja. Neven, eine Frage so nebenbei, habt ihr jetzt einen Elfmeterschützen? Ich meine, Shinji hat das ja gerade souverän gemacht, ja. Gegen Roman, oder? Ja, hat er super gemacht und für die neue Saison haben wir jetzt auf jeden Fall einen heißen Kandidaten. Auf jeden Fall schon mal im Auge. Auf jeden Fall. Und schon wieder frisch? Ich? Du selbst? Ja, ich hatte gestern, war so der Erholungstag, heute dann wieder auch so ein bisschen und müssen wir jetzt gut arbeiten und gut vorbereiten. Ich drücke dir die Daumen für die nächste Saison. Danke. Dankeschön. Ein Wort zu Shinji. Er hat dir heute einen reingetan. Wenn du sagst ein Wort, dann nur stark. Unsere Fans haben mir ein Bild abgegeben, das war wieder außergewöhnlich schön und sympathisch. Fußball gucken hat auch Spaß gemacht und durch die großartige Unterstützung von den Wonnen konnten hier heute 1,2 Millionen zusammenkommen, das ist der Wahnsinn. Wir haben versucht zu helfen, ich glaube, es ist auf die Art auch ganz gut gelungen. Und Sie haben Elfmeterschütze wieder für nächste Saison. Ja. Die 3 Tage Megaparty noch in den Knochen, oder? Ja, doch, natürlich, das merkt man. Die Spieler waren noch nicht ganz so auf der Höhe. 2-0 Dortmund, Lewandowski und Philippe Santana treffen heute. Und der Feuerwehr-Tor, den müssen wir natürlich auch noch treffen. 4-5 nach Elfmeterschießen. Hier im Clubhaus 1249 in der Beresford-Halle in Dortmund. Feierst du schon Meisterschaft oder was? Ich bin der Lachsack, ich bin nur Tarnung. Ja, damit die Schwarz-Gelbe mich nicht vermöbeln, habe ich so einen Helm drauf. Eigentlich bin ich ja Pinguin, sieht man da nicht? Ich bin sicher, dass wir uns allen noch ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk überreichen werden. Und das wird ein 3-1 Sieg in Düsseldorf sein. Die Düsseldorfer sind nicht schlecht, die sind nicht von ungefähr die Nummer 1 in der zweiten Liga. Aber wir sind nicht von ungefähr die Nummer 2 in der ersten Liga. Und das heißt 3-1 für uns. Wir werden knapp, ganz knapp, aber knapp gewinnen. Knapp, also nicht festlegen. Ja, knapp gewinnen. Knapp gewinnen, danke.